der Topscorer und Kapitän dieser Mannschaft. Die 95, Kowalczuk. Mit Übersicht und da ist bereits die Führung für die Russen. Brillant gespielt und abgeschlossen von Vitali Atyushov, dem Verteidiger. Da war für Martin Gerber nichts mehr zu machen. Brillanter Querpass und damit der Weg zu weit für Gerber, um sich zu verschieben. Atyushov hatte das offene Tor und traf nach 2 Minuten und 19 Sekunden die Führung für die Russen. Womit wir genau den Auftakt haben, den sich die Schweizer überhaupt nicht gewünscht haben, nämlich eben die frühe Führung. Andererseits, die Russen kennen das aus den ersten Partien, frühe Führungen. Darauf konnten sie aufbauen und hatten in der Folge leichtes Spiel mit dem Mann. Lindenbacher, Lütemann, Gartner. So, jetzt sind die Positionen bezogen. Streit, Lindenbacher, wieder Marc Streit. Wartet noch mit dem Schuss. Scheibe aufs Tor gebracht. Alles richtig gemacht. Zwei Leute vor dem Tor mit dem Versuch abzulenken. Und jetzt Rüttemann und Tor! Ryan Gartner mit dem Ausgleich. Und danach ein ziemliches Tohuwabohu. Ryan Gartner, der Torschütze in Überzahl. Das Powerplay bisher eher problematisch bei den Schweizern. Hier ging es ganz schnell. Da war einer ganz frei, nämlich Ivo Rüttemann am rechten Pfosten. Bringt die Scheibe aufs Tor. Es gibt den Abpraller. Ja, genau das hat man sich vorgenommen. Und Radulov ist weniger baut über den Gegentreffer. Sitzt jetzt auf der Strafbank, allerdings nicht alleine. Auch Marc Streit muss hinaus. Löss setzt sich durch. Wieder Strafe gegen die Russen. Und jetzt Streit. Bringt die Schweiz in Führung. Auf Vorarbeit von Marc Streit. In Überzahl erneut. Und es war ja noch eine Strafe, eine weitere angezeigt. So ist das Ganze entstanden. Das war das Foul gegen Püss. Das Spiel lief natürlich weiter, weil die Schweizer die Scheibe hatten. Dann der Pass von Streit und Püss. Der Mann, der gefoult wurde. Schließlich auch der Mann, der die Scheibe im Kasten versorgt. 2:1 führen die Schweizer. Zinovjev zeigt seine Schnelligkeit. Zinovjev und der Ausgleich. Da hatten sie für einmal den Raum und Kowalczuk nutzt das aus. Da ging es blitzschnell. Gerber zum zweiten Mal erwischt. Russland gleicht aus. Vorarbeit Sergei Zinovjev. Abschluss Ilya Kowalczuk. In der 30. Spielminute. So, das war das Bulli. Jetzt achten Sie auf Furrer hier. Der kann die Scheibe nicht halten da vorne. Und dann ist es eigentlich schon fast passiert. Nicht mehr zu halten. Auch nicht von Schanner. Der versucht noch zu stören, aber Zinovjev setzt sich durch. Und Ilya Kowalczuk hat keine Probleme, den Puck im Tor zu versorgen. Plus für Gartner. Uff, was macht er denn? Oi, 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 oi. Gartner mit der Chance nach dem unglaublichen Tändeln
von Grebeschkow. Besina. Ein schlechter Pass von Goran Besina. Das darf nicht passieren. Ein 2 gegen 1 für die Russen. Und Morozov, meine Güte. Das ist aber ein Ärger. Das darf nicht passieren. In einer solchen Situation spielst du nicht einen solchen Querpass. Und dass die Russen sowas ausnützen, das ist klar. Ein 2 gegen 1, absolut tödlich. Alexei Morozov bringt die Russen in Führung in der 49. Spielminute. Das war der Katastrophenpass von Goran Besina. Hat gut gespielt bis hierhin. Wir haben ihn kritisiert in den Spielen 1 und 2, zu Recht kritisiert. Aber ein solcher Fehler kann eine Partie entscheiden. Lem. Eine Strafe. Weg. Und dann Vesina. Komm, macht einen Fehler wieder gut. Lem. Weg. Die Schweizer drücken. Abschluss von Seger. Aber der Abpraller landet beim Russen, bei Kalinin. Morozov erhält Gelegenheit, die Scheibe aus der eigenen Zone wegzutragen. Verliert dann den Stock. Schöne Aktion von Frolov, aber fruchtet nichts. Rüdemann. Eine Minute bleibt. Eine Minute. Das ist auch die Gelegenheit für Gerber rauszugehen. Was natürlich ein heißes Spiel ist. Umso mehr, als man die Scheibe verloren hat. Frolov und die Russen bringen den Pack nicht im leeren Tor unter. Sprunger. Pless. Rüdemann. Fast schon ein bisschen fahrlässig, wie da die Russen mit dieser Möglichkeit umgegangen sind. Ryan Gardner, komm! Rein damit! Irgendwie! Sprunger! Wieder Ryan Gardner! Sprunger, Rüdemann! Streit! Lässt sich die Scheibe abluchsen und das war's! Schade, schade, schade! Das 4:2 für die Russen ins leere Tor, 5.